Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Test von mir. Wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, gibt es heute die fast komplette Böllerei von Leslie zu sehen. Ist in dem Sinne kein Vergleich, denn es sind ja alle verschiedenen Größen einer Firma. Die sind aus der Charge 2013, sind wirklich gute Böller. Wünsche euch viel Spaß beim Schauen und danach gibt es noch eine kurze Info zum Gewinnspiel. So, jetzt noch ein paar Informationen zum Gewinnspiel und allgemeine Informationen. Also zum Gewinnspiel selber. Es geht bis zum 23. um 18 Uhr. Ich werde danach die Kommentarfunktion deaktivieren und nachgucken, wer am meisten Kommentare hat. Beziehungsweise die Leute, die die gleiche Anzahl haben, durchnummerieren und per Auswahl, per Zufallszahl entscheiden. Zu den allgemeinen Sachen. Ich danke euch, dass ihr so viel kommentiert und so viel meine Videos guckt und so fleißig seid. Ich wünsche jedem, der mitmacht, ganz viel Glück. Und ja, ich lese immer eure Kommentare und eure Empfehlungen durch. Auch danke dafür. Ich werde die versuchen umzusetzen, wenn ihr irgendwas Besonderes sehen wollt. Aber so Dinge wie, hey, zünd mal weniger Polenböller-Zeugs oder ja, ich weiß nicht, wollen die Leute gar keins mehr sehen? Das wird einfach so nicht kommen. Ich habe meine beiden Kanäle zusammengelegt. Ich wollte anfangs auch trennen und dachte mir schon, dass das vielleicht ja mit den Abonnenten nicht so ganz hinhaut, da vielleicht einige mehr Deutsch, andere mehr Ausländisch sehen wollen. Aber mein Kanal ist einfach für beides da und ich wollte einfach meine Videos ja immer weiterhin so bearbeiten, wie ich das hier auf dem Channel schon immer mache. Und nachdem das nicht für beide Kanäle hingehauen hat, da jedes Video wirklich schon mittlerweile an die 800 Megabyte einnimmt und in Zukunft das noch mehr wird, da meine Videos ja mittlerweile auch schon in 100 Bildern pro Sekunde gedreht werden, da ist jede Videodatei von dem kleinen Cat1-Vulkan schon, glaube ich, bei 800 oder 900 Megabyte alleine. Wenn ich das dann zusammenfüge mit Musik und Intro und Outro, da werde ich alt dabei beim Rendern und beim Hochladen dann. Und das wird einfach so nicht kommen, es wird hier weitergehen. Mir macht beide Spaß zu zünden, sowohl ausländisch als auch deutsch. Deutsch macht mir natürlich mehr Spaß zu zünden, daher wird auch mehr deutsches Feuerwerk kommen. Also darauf könnt ihr euch verlassen. Ich hoffe, dass es den meisten trotzdem gefällt, beides zu gucken. Ja, während ihr hier das Video guckt, bin ich auf dem Weg zu Röda und hole gerade die Bestellung ab. Das wird dann auch morgen noch online kommen oder spätestens am Samstag. Weil am Samstag bin ich dann schon unterwegs in die Tschechei und werde da die meisten Artikel oder einige Artikel zünden aus der Bestellung. Also könnt ihr euch schon mal freuen auf viele Videos über Weihnachten und nach Silvester oder vor Silvester. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß, einen schönen Freitag. Wir sehen uns dann zum Unboxing wieder und bis dann.